Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Es weihnachtet sehr und es geht auf Ende des Jahres zu. Und dann dachte ich mir, ich fasse noch mal kurz zusammen, was letztes Jahr war, was mich besonders gefreut hat und gebe einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr. Was ist letztes Jahr passiert? Die für mich wichtigsten Ereignisse im Rahmen meines Grillkanals waren A, im Mai 500 Abonnenten. Das war so das Ziel, was ich mir eigentlich für Ende des Jahres gesetzt hatte. Die hatte ich dann im Mai schon erreicht. Vielen Dank dafür. Und dann hatte ich im Oktober die 1000. Das ging relativ zügig. Die letzten 500, die gingen, wie im Flug, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich hatte ja im Frühjahr schon eine Verlosung zu den 500 Abonnenten gemacht. Ich hatte gerade wieder genug Zeug zusammen, sodass ich dann für die 1000 Abonnenten noch eine weitere Verlosung machen konnte. Die ist auch super angenommen worden. Es haben sehr, sehr viele Leute teilgenommen, obwohl ich die Hürden für diese Verlosung ein wenig höher gesetzt habe als auf den normalen Kanälen. Also ein Hashtag hat bei mir da nicht gereicht. Aber die Teilnahme hat gezeigt, doch, es hat sich gelohnt. Und dass dann Hein und Barbecue vorbeigekommen ist und bei mir die Glücksfee gespielt hat, wo ich vollkommen überrascht war, das war super. Also das waren so die Highlights in meinem näheren Kreis hier. Dann, dass ich diverse Messen besucht habe und viele andere Kanäle persönlich kennengelernt habe, das war schon eine richtig geile Geschichte. Also wie gesagt, die Leute in Videos zu sehen, ist eine Geschichte. Mit den Leuten mal echt persönlich zu reden, ist eine ganz, ganz andere. Ansonsten habe ich es geschafft, tatsächlich dieses Jahr jede Woche mindestens ein Video rauszuhauen. Donnerstags abends, beziehungsweise Donnerstag spät nachmittags, 17.30 Uhr ist ja meine Zeit. Das habe ich tatsächlich geschafft und ich hoffe, dass ich auch nur annähernd so viele Videos machen kann im nächsten Jahr. Wobei es momentan ein bisschen kritisch ist, ich bin ein bisschen körperlich angeschlagen. Das heißt, bei mir wird es gerade ein bisschen langsamer werden. Ich habe für dieses Jahr noch genug Videos und Anfang des Jahres ist auch noch gesichert. Und danach müssen wir mal schauen. Das Wetter hat mir jetzt auch in letzter Zeit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Selbst wenn ich wollte, hätte ich jetzt nicht grillen können. Dafür ist ja eine ganz andere Sache bei mir aufgekommen. Ich kann ja dank der 1000 Abonnenten kann ich Live-Videos machen. Das macht mir auch unheimlich Spaß. Also da bin ich letztens auch mal wieder, ich experimentiere gerade so ein bisschen, wie ich es am besten mache. Sprich, gehe ich einfach nur mit dem Handy live oder gehe ich über den Computer live? Nutze ich mein Handy als Kamera oder benutze ich eine Webcam? Nutze ich einen Broadcaster? Sprich, es gibt da diverse OBS, habe ich jetzt mal ausprobiert. Dann von YouTube selbst gibt es YouTube Studio, heißt das, glaube ich. Dann gibt es StreamYard. War eine sehr interessante Geschichte. Da kann man bis zu 6 Bloggern gleichzeitig in einen Stream reingehen. Haben wir dann auch mal gemacht. Das waren dann 6 Blogger, 6 Orte. War eine richtig lustige Angelegenheit. Es ist für den Zuschauer ein wenig unübersichtlich. Aber wie gesagt, das war der erste Versuch. Und eigentlich wollte ich nur wissen, wie die Software grundsätzlich funktioniert. Dass das dann so hervorragend gelaufen ist. Sprich, dass ich dann noch 6 Leute an den Start gekriegt habe, die dann mal eben sich während der Sendung dazugeschaltet haben, war natürlich eine einmalige Geschichte. In diesem Zusammenhang bin ich... Ich habe übrigens hier unten einen Zettel liegen, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich alles sagen wollte. Deswegen gucke ich zuweilen runter. In diesem Zusammenhang ist mir eine Idee gekommen, wie ich ein weiteres Format demnächst machen werde. Ich habe da noch keinen Rhythmus drin, in welchem Rahmen. Aber ich versuche dann, andere Blogger vor die Kamera zu kriegen und zu interviewen. Sprich, ich habe dann Fragen vorbereitet, werde dann mit den YouTubern aber das nicht im Frage-Antwort-Frage-Antwort-Frage-Antwort-Frage-Antwort-Stil machen, sondern im Laufe des Gesprächs werde ich dann immer mal eine Frage da reinhauen und die möchte ich dann nach Möglichkeit, wenn der andere sich darauf einlässt, auch nach ausführlich beantwortet haben. Jetzt ist das Schöne an der Geschichte, dadurch, dass das live ist und die Zuschauer Fragen stellen können, möchte ich ganz gerne, dass auch diese dann gestellt werden, sodass der YouTuber, den ich dann interviewe, diese dann natürlich auch beantworten kann. Das ist mal ein Format, um die Kanäle näher noch ans Volk zu bringen.
Sprich, wie gesagt, ich sage das hier eben selbst schon, ich habe das festgestellt, als ich die Leute kennengelernt habe auf der Deutschen Grillmeisterschaft, das ist eine ganz andere Welt, als wenn man die einfach nur vor der Kamera sieht. Wenn man denen einfach mal eine persönliche Frage stellen kann, ich weiß, jetzt ist immer noch eine Kamera und ein Fernseher dazwischen oder ein Handy dazwischen, aber es bringt uns im Endeffekt noch näher an euch heran. Und das ist eigentlich das, was ich haben möchte. Habe auch schon mit dem ersten YouTuber gesprochen. Der wird sich dann sozusagen für den ersten Test bereitstellen. Wer das sein wird, werde ich natürlich noch nicht sagen. Ich muss auch erstmal gucken. Ich möchte gerne noch so 2, 3 in der Pipeline haben, auf die ich zurückgreifen kann, sodass wir sagen, okay, wenn das erste Mal gut geklappt hat und das auch angenommen wurde, dann werden wir ein 2., 3., 4. Video machen. Wie gesagt, Abstand steht noch nicht fest. Termin, Zeitplan wird wahrscheinlich Sonntag sein. Jetzt könnt ihr sagen, oh, das liegt ja genau mit der Tagesschau von High Noon. Nein, also entweder mache ich es vorher oder ich gehe in die andere Woche rein. Dadurch, dass ich auch noch keinen Zeitplan habe und ich sage, ich mache das jetzt wöchentlich, zweiwöchentlich, dreiwöchentlich, sondern das dann eher eine spontane Geschichte, was heißt spontan ist relativ, aber eine unregelmäßige Geschichte, so kann man es am besten ausdrücken, wird. Passt das also ganz gut. Da werden wir jetzt also schon nicht ins Gehege kommen. Also das versuche ich dann schon zu vermeiden. Das wäre blöd für mich, weil keiner dann meinen Kanal guckt, weil die anderen sind halt etabliert auf ihren Uhrzeiten. Und unfair den anderen gegenüber, falls doch einer rüberkommt, das macht man einfach nicht. Also da ist, dazu verstehen wir es einfach viel zu gut. So, dann lasst mal sehen. Ja, was ist noch? Es sind wieder diverse Grillmessen, wo ich hingehen möchte. Das geht los im Februar mit der Grillmesse in Düsseldorf. Da werden wir wieder mit ein paar Bloggern aufschlagen und versuchen, da mal ein bisschen Stimmung reinzubringen und mal gucken, was es denn nächstes Jahr Neues für den Grillmarkt gibt. Ich habe da schon eine interessante Ankündigung gehört, da darf ich aber auch noch nicht drüber reden, hat mich der Hersteller darum gebeten. Nein, ich mache keine Werbung für ihn. Nein, ich werde auch nicht für ihn bezahlt. Aber ich habe das dummerweise, das ist durch ein blödes Unglück rausgekommen in dem Gespräch. Und da hat er mich gebeten, einfach bitte Fresse halten. Mach ich. Gar keine Frage. Wenn mich jemand darum bittet, Fresse zu halten, dann lasse ich das auch. Ja, dann ganz klare Geschichte. Es geht weiter mit Erkelenz. Dann die Jukunda in Jüchen. Dann kommt schon die Deutsche Grillmeisterschaft im Sommer. Und zum Abschluss die Nordrhein-Westfälische Meisterschaften in Krefeld. Da werde ich überall präsent vor Ort sein. So der Plan. Wenn ich mal irgendwas anderes dazwischen komme, es kann ja auch schon mal sein, dass man einfach mal krank ist. So. Will man ja nicht, aber wie gesagt, das ist der Plan. Freue ich mich auch unheimlich drauf, auch weil ich dann wieder ein paar Gesichter wiedersehe, die ich dann auch wahrscheinlich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und ja, dann schauen wir doch mal. Die Jukunda wird im Übrigen auch noch was ganz Besonderes werden, weil, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Die Jukunda wird meine erste Grillmeisterschaft sein, an der ich auch offiziell teilnehmen werde. Wir haben da ein kleines Team gegründet aus Bloggern. Ja, ich weiß, ich haue jetzt Informationen raus, die ich noch nicht vollständig geben kann und auch noch nicht vollständig geben möchte. Aber soweit der Grill- und Bastelspezi, dann Daughters and Dad's Sizzle Zone, der Grumpy Griller, Best Barbecue und Mr. Freely's Barbecue und ich, klar. Wir haben zusammen ein Team gegründet und wir gehen dann mal auf die Grillmeisterschaft nach Jüchen, sprich auf die Jukunda. Die hat den Charme, es ist eine offene Grillmeisterschaft, jeder kann teilnehmen, die Voraussetzungen dafür sind relativ gering. Das heißt, wir haben, dadurch, dass ja auch nicht vollständig ausgebucht ist, nehmen wir keinen den Platz weg. Wir wollen das ganze Ding rocken, indem wir sagen, okay, komm, wir bringen mal richtig Stimmung in den Laden. Wir haben jetzt, das ist ja das Schöne, wenn man eine Grillmeisterschaft von vorne sieht. Wir haben gesehen, dass es sehr gut beim Publikum ankommt, wenn man auf das Publikum zugeht und mit ihnen spricht und sie am besten noch involviert und einbezieht und sich da offen in den Fragen stellt. Es gibt Teams, die machen das sehr gut. Es gibt Teams, die stehen hinten in der Ecke, geheimniskrämerisch ohne Ende. Und wir wollen das Ganze mal von hinten aufzäumen. Bei uns liegt tatsächlich die Nähe am Publikum vorne.
Dann kommt das Grillen. Ganz klares Ziel, wir haben uns gesetzt, wir wollen nicht Letzter werden. Also das wäre die absolute Katastrophe, dann lassen wir es direkt bleiben. Aber wir sind alles keine Profi-Griller und wie gesagt, es ist die erste Grillmeisterschaft. Wir freuen uns da unheimlich drauf. Aber genauere Informationen, wie und was, wird jetzt im Laufe des Jahres 2021 präsent werden. Sprich, wir outen uns und jeder gibt mal seinen Kommentar dazu und wir sagen dann, was Sache ist. Das ist, wie gesagt, der Ausblick auf 2021 für mich. Ich hoffe, dass ich auch noch ein paar Abonnenten dazu bekomme. Also Ziel für dieses Jahr, also ich möchte weitere 1000 bekommen. Das wäre schön. Also sprich, dass ich Ende des Jahres auf 2000 lande. Ich lasse mich mal überraschen, weil das ist das Problem mit Live-Sendungen ist, Live-Sendungen kriegt man keine neuen Abonnenten. Das ist nicht so gerne gesehen beim Publikum. Da verliert man teilweise sogar Abonnenten. Das hat der Heino Barbecue letztens gemerkt. Jedes Mal, wenn er live gegangen ist, hat er Abonnenten verloren. Bei mir ist es so, seitdem ich live gehe, stagniert es gerade so ein bisschen. Aber wie gesagt, da bin ich guter Dinge, dass sich das auch wieder ändert und ich dann den einen oder anderen Abonnenten noch dazu bekomme. Es würde mich freuen, wenn ihr von meinem Kanal weitererzählt oder meinen Kanal weiterempfehlt und ihr euch weiter meine Videos anguckt. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder wenn ihr euch irgendwas wünscht, was ich gerne mal mache, beziehungsweise so in meinen Möglichkeiten liegt, mal mache, dann würde ich das gerne aufgreifen oder werde ich das natürlich auch gerne aufgreifen. Ich freue mich immer, wenn ich von euch was eine Rückmeldung bekomme, sei sie positiv oder sei sie negativ. Negativ, klar, ich akzeptiere auch, wenn jemand einen Daumen runter unter meine Videos macht. Schade finde ich es immer nur ein bisschen, wenn derjenige einen Daumen runter macht und nicht sagt, wieso. Das ist nämlich einer der großen Punkte, wo ich mich eigentlich in fast jedem Video darüber aufrege. Ich habe letztens, was habe ich gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Video war nicht gut, beziehungsweise Video war gut, meines Erachtens. Gericht war nicht gut. Aber nur weil man was nicht, oder was heißt, Entschuldigung, ich muss es noch anders sagen. Meines Erachtens, Video war gut, aber Gericht war eher speziell, sodass es nicht was für jeden war. Das ist natürlich jetzt eine Auslegungssache, was bedeutet Daumen nach unten? Daumen nach unten heißt, es schmeckt nicht? Oder war ich einfach nur unsympathisch? Oder war das Video doch scheiße? Wie gesagt, das ist so dieses, was ich nicht verstehe. Man hat dann, keine Ahnung, 20 Kommentare, alle jubeln sie und 5 Daumen nach unten. Verstehe ich nicht. Echt. Aber gut. Diejenigen, die den Daumen nach unten gemacht haben, sollten wissen, ein Daumen nach unten heißt, jemand hat mein Video gesehen. Ein Daumen nach unten heißt, ich habe eine Bewertung bekommen. Ein Daumen nach unten heißt, mein Ranking steigt. Danke! Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf 2021, jeden Donnerstag 17:30 Uhr. Bis dann!